Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren kleinen Guide zu Subnautica. Und heute soll es um den Höhlenschwefel gehen. Mich hat netterweise mal jemand darauf aufmerksam gemacht, dass ich dazu ja noch gar kein Guide gemacht habe. Und deswegen bringe ich den doch heute glatt raus. Wir starten wieder hier an dem Startpunkt, direkt hier an der Riesenkoralle. Allerdings ist der heute gar nicht so relevant, denn wir müssen einfach hier im ersten Biom sein, wo auch eure Rettungskapsel droppt. Und von hier aus geht es, wie der Name für den Höhlenschwefel schon sagt, einfach in die gelegenen Höhlen, die es hier zahlreiche gibt. Ich nehme gerne die direkt hier an unserem Startpunkt hier rein. Und hier gibt es diese Kracherfische, die gern aus diesen Blumen hier kommen. Und ab und zu, wenn die hier rauskommen, dann habt ihr die Möglichkeit, hier den Höhlenschwefel zu entnehmen. Das ist auch nochmal so ein Nest. Und da seht ihr, da kommt der Kracherfisch raus. Das ist generell eine Stelle. Hier gibt es sehr viele von den Kollegen. Und ihr seht, hier ist dann der Höhlenschwefel zu finden. Das ist eigentlich schon der ganze Guide, denn das ist das ganze Geheimnis zum Höhlenschwefel. Ich habe hier relativ viel Zeug gerade, sehe ich gerade in meinem Inventar, deswegen kann ich den nicht aufnehmen. Aber zack, da ist das Ding und ihr seht, das ist genau, was ihr sucht. Ich hoffe, wie immer, dieser kleine Guide hat euch geholfen. Lasst ein Like da, wenn ja. Lasst ein Abo da für den Kanal, dann verpasst ihr hier in Zukunft kein Video mehr. Ich freue mich drauf, bis zum nächsten Mal und tschüss.